Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute das erste Video nach meiner Weisheitszahn-OP. Und deswegen tut es mir leid, falls ich noch ein bisschen aufgedunsen im Gesicht aussehe. Das ist noch nicht ganz zurückgegangen, aber ich bin schon auf einem guten Weg. Es tut zwar alles noch ein bisschen weh, aber ich habe gedacht, ich will heute mal wieder ein Video drehen. Und deswegen gibt es heute eine kleine Rezension für euch. Und zwar von Er und Sie von Marc Levy, Eine Liebe in Paris. Ja, zum Autor heißt er Marc Levy oder Marc Levy. Also es ist ja ein französischer Schriftsteller, deswegen könnte es auch sein, dass er Marc Levy heißt. Weil französische Aussprache, ne? Auf jeden Fall war ich sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Dieses Buch kostet 14,99 € neu in der broschierten Ausgabe, die am 22. Mai erscheint. Ich durfte dieses Buch vorweg lesen. Das Buch ist im Plain Valet Verlag erschienen. Ich habe hier ein Leseexemplar von dem Verlag zugeschickt bekommen. Und habe mich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr auf dieses Buch gefreut. Das Buch hat ungefähr 324 Seiten. Es ist aber auch noch eine Leseprobe hinten im Buch enthalten, was ich natürlich auch sehr, sehr toll fand. Und ja, wie gesagt, das Buch erscheint am 22. Mai. Also falls euch die Rezension gefällt, dann könnt ihr es ab da kaufen. Dieses Buch wird aus zwei Sichten erzählt. Einmal aus der Sicht von Mia. Sie ist eine Schauspielerin, die sich allerdings in den ersten paar Kapiteln so ein bisschen ja, von ihrer Schauspielerrolle entfernt, zu einer Freundin nach Paris fährt und sich dort auch komplett umstylt, sodass sie nicht erkannt werden kann, weil sie doch recht berühmt ist und die sich dort so ein bisschen aus ihrem Leben ausklinken will und auch von ihrem Mann entfernen möchte, der auch Schauspieler ist und mit dem sie nicht mehr ganz so gut klarkommt, der sie hintergangen hat und deswegen haut sie erstmal ab und bricht so ein bisschen aus ihrem Leben aus. Und die andere Sicht, die wir in diesem Buch noch haben, also wir haben hier zwei Protagonisten, ist die von Paul. Paul ist eigentlich auch Amerikaner, ist aber, nachdem er sein erstes Buch verfasst hat und das zu einem Bestseller geworden ist, überhaupt nicht mit dem Ruhm klargekommen und ist nach Frankreich geflüchtet, auch eben nach Paris, wo er jetzt, als das Buch beginnt, dann auch schon ein paar Jahre lang lebt. Er ist also Schriftsteller, eigentlich war er Architekt, aber er hat dann doch versucht, in Paris noch ein paar Werke zu schreiben, die alle allerdings nur Ruhm in Korea mit Erfolg gekrönt. Und deswegen ist er auch so ein bisschen am Liebeleien mit seiner Übersetzerin, seiner koreanischen Übersetzerin Ki-Yong. Und ja, das ist das Leben, in dem sich Paul gerade befindet. Nun kommt es dazu, dass die beiden sich kennenlernen durch sehr verzwickte Umstände, denn Pauls Freunde finden, er hat ein sehr einsames Leben. Sie finden auch, dass nicht unbedingt seine koreanische Übersetzerin die richtige für ihn ist, da sie sich nur jedes halbe Jahr sehen. Und die deswegen entscheiden, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und ihn bei einer Online-Dating-Website anzumelden. Und dieselbe Website entdeckt eben auch Mia über den Laptop ihrer besten Freundin, bei der sie ja momentan wohnt. Und so kommt es dazu, dass die beiden sich eben treffen. Paul ohne sein Einverständnis, denn er wusste gar nichts von seiner Anmeldung auf dieser Website. Und deswegen ist das erste Treffen der beiden auch ein bisschen katastrophal. Aber es wendet sich dann doch zum Guten und die beiden sind auch einigermaßen ehrlich zueinander und beschließen erstmal, dass sie nur Freunde bleiben. Beide gehen nach diesem Treffen davon aus, dass sie sich nie wiedersehen werden. Das Ganze wird allerdings dadurch nichts, dass Mia aus Versehen Pauls Handy einpackt. Und danach treffen sie sich tatsächlich immer öfter und werden tatsächlich wirklich richtige Freunde. Alles Weitere möchte ich euch jetzt nicht erzählen, weil es gespoilert wäre. Das ist so die Handlung, die am Anfang stattfindet, wie die beiden sich kennenlernen. Und was daraus resultiert, ist eben etwas, das ihr euch selbst durchlesen solltet. Ich habe dieses Buch an einem Tag gelesen. Also bei uns war schönes Wetter und deswegen habe ich den ganzen Tag draußen gesessen und habe dieses Buch quasi verschlungen. Es ist auch wirklich eine sehr, sehr komplexe Handlung. Also das, was ich euch bisher erzählen konnte, war wirklich nur die Rahmenhandlung. Also es passiert noch so, so viel mehr und das ist so verzwickt. Es gibt sehr, sehr viele Details in diesem Buch und es gibt sehr viele komplexe Handlungen, die hier ineinander laufen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das Buch hat im Endeffekt von mir 4,6 Punkte bekommen. Genau, 4,6 Punkte hat es von mir bekommen, weil es mir tatsächlich sehr gut gefallen hat. Die Persönlichkeiten haben mir auch sehr gut gefallen. Sie waren sehr gut ausgearbeitet. Und was ich auch super fand, war, dass dieses Buch Bezug auf ein anderes Buch von Marc Levy nimmt, nämlich Solange du da bist. Denn für diejenigen, die Solange du da bist kennen, ich habe das tatsächlich gelesen und fand es sehr gut, geht es ja um Arthur und Lauren. Es gibt auch einen Film zu diesem Buch mit Reese Witherspoon.
den ich auch übrigens sehr empfehlen kann. Und Lauren und Arthur lernen sich durch sehr, sehr merkwürdige Umstände kennen, denn Lauren fällt ins Koma nach einem Unfall und ihr Geist taucht in ihrer Wohnung auf, die aber jetzt untervermietet ist an Arthur. So lernen sich die beiden kennen. Und das Witzige ist, was wir eben hier erfahren, ist, dass quasi Mark Levy eine Geschichte um das Buch Solange du da bist gesponnen hat. Denn in diesem Buch bekommen wir mit, dass Paul, der beste Freund von Arthur, Solange du da bist quasi geschrieben hat in der Welt von Mark Levy. Was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Das heißt, hier bekommen wir auch so ein bisschen mit, was aus Arthur und Lauren geworden ist, wie die beiden leben. Und sie tauchen eben auch hier auf, weil sie natürlich Freunde von Paul sind. Und das fand ich sehr gut gemacht. Dann ist ja am Ende des Buches auch noch eine Leseprobe von Solange du da bist drin, was ich auch ziemlich cool fand für diejenigen, die das noch nicht gelesen haben, die sich so ein bisschen in die Geschichte reinlesen können und eben lesen können, ob sie Solange du da bist und den zweiten Teil, der glaube ich heißt Zurück zu dir, eben auch noch lesen möchten oder nicht. Ja, das finde ich einerseits sehr, sehr gut gemacht, weil ja, für alle die, die eben nach Solange du da bist so ein bisschen unzufrieden waren und vielleicht gerne noch gewusst hätten, ja, wie geht's denn weiter? Ich meine, klar, es gab noch einen zweiten Teil. Aber hier bekommt man eben von den beiden Charakteren noch ein bisschen mehr mit, was ich auch ziemlich cool fand, weil man sie eben besser kennengelernt hat und man hier dann eben mitbekommen hat, wie geht es mit den beiden weiter. Aber natürlich ist die Hauptgeschichte die von Mia und Paul, die sich hier kennenlernen und die beide ihre eigenen Probleme in ihrem Leben haben, weshalb sie ja beide nach Paris geflüchtet sind und beide miteinander versuchen, diese Probleme zu lösen. Also ich fand das richtig, richtig gut gemacht. Das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es verschlungen, ich habe es an einem Tag gelesen. 4,6 Punkte. Vor allem, weil zum Schluss auch noch, es sind wirklich Dinge passiert. Also die Handlung war so komplex, dass ich zum Schluss gedacht habe, wow, das Ganze auf 322 Seiten so, ne? Also, ja, das Buch hat hier nicht so viele Seiten. Es hat, muss ich gerade mal schauen, ich glaube 325. Ja, 324 Seiten. Auf jeden Fall in diesem Leseexemplar-Format hat es 324 Seiten, was ja echt nicht so viel ist. Und dass dann doch noch so eine komplexe Handlung dahinter gestanden ist, fand ich sehr überraschend und das hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen die 4,6. Ich hatte kaum etwas an dem Buch auszusetzen. Ja, was hatte ich an dem Buch auszusetzen? Einerseits habe ich ja gesagt, ich fand es gut, dass Lauren und Arthur hier eingebunden wurden. Das setzt aber natürlich so ein bisschen auch voraus, dass man die anderen Bücher schon gelesen hat. Also, wenn man natürlich Solange du da bist noch nicht gelesen hat, hier hinten im Buch wird auch darauf hingewiesen, dass wenn man weiterlesen möchte, dass man Solange du da bist lesen sollte. Meiner Meinung nach sollte man aber Solange du da bist vielleicht wirklich vorher lesen, weil wenn man das Buch schon immer mal lesen wollte, spoilert man sich natürlich in diesem Buch, weil hier die Geschichte von Lauren und Arthur auch weitergeht und man natürlich Dinge verraten bekommt, die natürlich blöd wären zu erfahren, wenn man Solange du da bist noch nicht gelesen hat. Das ist meine Meinung dazu. Also natürlich geht es im Vordergrund um Mia und Paul, aber deswegen hat es bei mir so ein bisschen Abzüge bekommen, weil man sich natürlich ein bisschen spoilert, wenn man das Buch liest und über die Charaktere von Lauren und Arthur eben noch nicht so viel weiß und gerne aber noch mehr erfahren möchte. Deswegen, genau, hat das einen kleinen Abzug bekommen, aber ansonsten fand ich das Buch wirklich top. Die 4,6 finde ich für mich gerechtfertigt, weil es mir so gut gefallen hat. Und ja, es war eine schöne Ablenkung von meinen Schmerzen und deswegen kann ich es euch nur sehr ans Herz legen, dieses Buch zu lesen. Ich versuche euch auch nochmal die Blanvalet-Seite in der Infobox zu verlinken, dann könnt ihr euch das Buch vielleicht selbst angucken, mal gucken, ob euch der Inhalt vielleicht zusagt oder nicht und ja, genau, das zu der Rezension. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal, tschüss!